Hey, who's walking? Wer zieht hier wen? Gosh, der blödeste Spruch. Nein, kein Sattel. Reitest du auf ihm? Wo ist die Kutsche? Hey, boy. Ich sehe Zeus immer vor Michael. Wo Zeus ist, kann Michael nicht weit sein. Wir kennen Michael seit Jahren. Er ist Architekt. Ich habe mir einen Traum erfüllt und entwerfe Gewerbegebäude. Und ich bin stolzes Herrchen von Zeus, einer Dogge. Jetzt suchen wir noch ein schönes Zuhause. Er will dort wohnen und arbeiten. Seit meiner Kindheit fühle ich mich im Zentrum von Laurel wohl. Kurze Wege. Das Landleben ist gar nichts für mich. Das Raspberry-Gebäude. Mein Onkel hat es vor vielen Jahren gekauft und von Grund auf renoviert. Onkel Danny war hier auch schon zu sehen. Er war einer der Ersten, die Laurel saniert haben. Hier hat meine Mom früher gearbeitet. Später haben Jim und Mallory das Haus gekauft. Sie haben ein Loft daraus gemacht, mit Büro. Das ist natürlich ein Pluspunkt. Das Haus wurde 1930 gebaut. Der Wohnbereich hat 3 Zimmer, ein Bad plus WC, 370 Quadratmeter für 230.000. Die Fassade wirkt wie frisch gestrichen. Die könnte man so lassen. Gute Lage. Gehen wir rein. Zeus nach dir. Schafft er es die Treppe hoch? Hier haben wir oft gegessen. Mallory und Jim haben diese Küche renoviert, als sie geheiratet haben. Schön hell. Da siehst du den Sonnenuntergang. Toll. Die Hängeschränke könnten wir abnehmen und die Geräte durch Edelstahl ersetzen. Das ist gar nicht nötig. Ich kann Müsli und Milch unterbringen. Reicht. So? Ja. Wir sollen hier gar nichts machen? Nö. Das hatten wir noch nie. Gibt's auch. Zeus, was meinst du? Trocken oder Nassfutter? Hauptsache, er kommt ran. Tolles Wohnzimmer. Schöne Fenster. Klinker. Gute Lampen. Kann so bleiben. Come on, Zeus. This could be your dein Reich. Oh, is that for Zeus? Yeah. Yeah. This could be Zeus. Und als Wäscheraum. And laundry. We would want to build new. Da würden wir maßgefertigte Schränke einbauen. We'd have to move. Der Sicherungskasten käme woanders hin. Zeus bekäme ein großes Hundebett unter den Schränken. Zeus with some storage above it. Yeah, he's going. Er braucht auch mal Abstand. Jetzt dein Schlafzimmer. Noch eine Treppe, aber cool. Stilistisch muss es nicht total modern sein, aber klar. Du wirst dich wundern, wie viel Platz hier ist. Hell und groß. Die Fenster. Wie im Loft, das magst du doch. Stimmt. Leider gibt es keine rechten Winkel. Hat auch was. Du bist ja Architekt. Wir sagen dir mal, was wir empfehlen würden. Das wäre deine Schlafsuite. Diese Wände kommen weg und wir ziehen eine neue ein, damit dein Schlafbereich abgetrennt ist. Mit Spalten, dann fällt das Licht noch durch. Wir würden moderne Einbauschränke einziehen. Das WC könnten wir zu einem richtigen Bad umbauen. Ja, vergrößern. Da kann die Dusche hin, mit Milchglas wäre cool. Das McKinnon-Haus. In der Tat. Das Architekturbüro hat offen. Klassisch Held. Sieht aus wie Holz. Ist aber PVC. Pflegeleicht. Das Büro ist bezugsfertig. Du kannst noch dekorieren. Da wird Zeus immer sitzen. Ich zwinge mich nicht hochzugucken. Wir können einfach hochgehen. Unbedingt. Go, Zeus! Let's go, boy! Er ist neugierig. Auf dein Zimmer? Go see your room. Bro. Rad.
Oh, this is awesome. Check this out. Geh mal drauf, Zeus. There you go. Und gefällt's dir? Vielleicht hätten wir noch seine Decke drauflegen sollen. Nein, das ist perfekt. Besser als meins bisher. So viel Spielzeug. Ist das süß? Speaking of toys. Apropos, öffne mal den Schrank. Ein Wäscheschacht. Genau. Hammer. That's legit. I like that. That's awesome. So we can leave Zeus. Wir können Zeus hier lassen, aber er kriegt alles mit. Oh, wie in Holland. This is a Danish store. Nein, für deine dänische Dogge. Ein herrliches Detail. Sehen oder nicht sehen. Oh mein Gott. Du sabbelst vielleicht was zusammen. Zeigen wir Michael mal den Rest. Du bleibst hier. Do you like your door? Magst du die Tür? Let's do this. See you, buddy. Here we go. Oh yeah. Mir fehlen die Worte. Die Dusche muss ich erst mal verarbeiten. Die ist echt cool. Die Lücken in der Lattenwand öffnen den Raum. Und das Holz macht es gemütlich. Perfekt. Und die Bodenfliesen wirken fast wie Beton. Aber echt. Der Wäscheschacht. Dreh dich mal um. Toll, Gullydecke? Ja. Die sind von Chad Edwards. Woher? Den da unten erkenne ich sofort, Oak Street. Der da könnte aus der Central sein. Aber der linke? Aus der Sixth Avenue. Du willst den Rest sehen. Stimmt, ich bin abgelenkt. Check it out. Reizüberflutung. Die Wand. Die hat mich echt überrascht. So wie das Licht durchfällt, spielt es eine Hauptrolle. Die vertikalen und horizontalen Kontraste sind toll. Und auf ein Mischpult solltest du auch nicht verzichten. Inklusive Rolltüren. War für uns eine Premiere. Von dir? Ist ja unglaublich. Die Türen haben mich inspiriert. Und als ich von Silver Spider hörte, wusste ich, du brauchst ein Mischpult. So was hast du noch nie gebaut. Gut gemacht. Voll mein Ding. It's me. Yeah. Diese Wand ist gar nicht vertäfelt. Überraschung. Look at that. Oh yeah. Maßgefertigt. Und kann man noch auffüllen. Yeah. Oh, alles am Platz. Sieh's dir an. Ich muss shoppen gehen. Oh. Kannst du? Yeah. Echt cool. This is cool.